Es begrüßt Sie wohl Fuß und bei mir ist der Fußballexperte Hansi Küpper. Jetzt wird die UEFA Champions League Runde gespielt. Der Ball rollt. Stark gemacht. Der Konter läuft. Er ist mit dabei. Er versucht es auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Vielleicht glauben Sie, dass Sie das Spiel für den Ball haben, aber Sie müssen feststellen und Sie müssen zugeben, Zielstrebigkeit gleich null. Er ist nicht vom Ball zu trennen. Nee, das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Er schickt ihn in Richtung Eckfahne. Der Ball kommt durch. An der Eckfahne. Und er klaut ihm das Leder. Und jetzt Müller. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Und jetzt Müller. Mario Götze hat alles getan, um noch an den Ball ranzukommen. Nur verarbeiten konnte er ihn nicht. Ribéry. Ja, er liebt ja diese 1:1 Situationen gegen die Verteidiger. Das hätten sie sich doch denken können. Stark gemacht. Der Konter läuft. Lahm. Das muss was werden. Mein Gott, das geht ja hier zu wie beim Flipper-Automaten. Wie kann der den Ball denn so verspringen lassen? Gut abgefangen. Müller. Und jetzt Schweinsteiger. Jetzt kann er die Flanke bringen. Toll gelöst. Häuptling Zauberfuß. Da ist die Chance zu flanken. Starke Ballkontrolle. Gute Möglichkeit zu flanken. Stark durchgesetzt und jetzt hat er Platz. Und er schießt. Und damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt.
Im letzten Moment geht da einer dazwischen. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Schweinsteiger. Müller. Und jetzt Thiago. Abgefangen. Hier ist Sackgasse. Lahm. Und jetzt Müller. Schweinsteiger. Ribéry. Jetzt vielleicht die Chance. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Lässt er seinen Gegner einfach stehen. Adios, Muchacho. Und abgefangen. Nee, der Ball ist weg. Es sieht gut aus. Jetzt hat er die Chance. Chance zu flanken. Einfach herrlich. Und jetzt Müller. Da ist die Chance. Und bitte, das ist fast eine 1:1 Kopie von vorhin. Bayern München drängt auf den nächsten Treffer. Sie machen das gut. Das Einzige, was nicht stimmt, das ist der Abschluss. Gut gemacht, gut abgefangen. Und der Rückpass ins Zentrum. Ob er nach hinten zieht. Und um die Ecke kümmert sich. Und er klaut ihm das Leder. Gut gemacht, gut abgefangen. Schon läuft der Gegenangriff. Nee, so nicht. Müller. Er versucht ihn da durchzuspielen. Für den FC Bayern München. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. So macht das Spaß. Das kann man sich angucken. Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Das hat er herrlich gemacht. Die Ballkontrolle, stark. Wie er sich den Ball vorlegt. Klasse. Und dann dieser Abschluss. Neuer Spielstand, 1:0. Sie führen, sie sind im Vorteil und der Gegner hat ab jetzt den Druck, denn der braucht den Ausgleich. Gut gemacht, gut abgefangen. Nochmal ein Wurf. Flankenwechsel. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Ribéry. Da ist er draußen.
Und der Gegner hat ihn. Müller. Lahm. Versucht die Gasse zu finden. Versenkt. Und jetzt ziehen sie davon. Ein wirklich brillantes Tor. Das hat er sensationell gemacht. Die Ballkontrolle, die Art und Weise, wie er sich den Ball vorlegt und wie er dann zum Abschluss kommt. Das ist fast Weltklasse. Freunde, 2-0 jetzt also. Also ich lege mich mal fest, mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen, um am Ende diese Partie nicht zu gewinnen. Er versucht, den Ball reinzuflanken. Das gibt Eindruck. Gut gemacht, gut abgefangen. Das ist ein ganz gefährlicher Ballverlust an Mandzukic. Nee, da kommt er nicht durch. Schweinsteiger. Das Ding vor. Da kann er sich lösen. Ah, gute Verteidigung. Das ist der Halbzeitpfiff und das bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Mit einem 2-0 gehen sie in die zweiten 45 Minuten. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Mario Götze. Thiago. Lahm. Und jetzt Müller. Boah, der versucht den Tor zu überlupfen, der Hund. Und weg ist der Ball. Gutes Defensivverhalten. Aus der Aktion wird nichts. Lahm. Müller. Mandzukic. Er ist ein klasse Stürmer, der für Torgefahr pur steht. Und sie lassen ihm alle Freiheit der Welt im 16-Meter-Raum. Absolut unverständlich. Da wird er vom Ball getrennt. Er passt ihn in Richtung Eckfahne. Sie suchen nach Räumen. Hoch und weit und erstmal durchatmen. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Schweinsteiger. Lahm. Mario Götze. Ein langer Ball nach vorn. Den hat er. Stark gemacht. Der Konter läuft. Der ist schön durchgekommen. Und er haut ihn hinten raus. Müller.
An der Seitenlinie tut sich was, sehe ich. Sieht so aus, als würde es einen Wechsel geben. Keine Tore bisher in dieser Partie. Jetzt der erste Wechsel. Mal sehen, ob das für eine Belebung dieses Spiels sorgt. Da ist er nicht richtig an den Ball gekommen und das ist faul. Diese Karte überrascht mich nicht. Das spielt der Ball nun wirklich gar keine Rolle. Also da war es nicht bisher. Überhaupt keine Frage. Wer so spielt, der hilft seiner Mannschaft nicht weiter, der schadet ihr. Mario Götze. Müller. Na, da muss der Ball besser kommen. Da treibt er den Ball weit vor. Da kriegt er den Ball. Jetzt ist Übersicht gefragt. Und jetzt Müller. Der kommt richtig lang. Da ist die Chance. Oh ja, maximal ein Schritt hinter dem letzten Abwehrspieler. Thiago. Und jetzt Müller. Der Ball ist im Aus. Einwurf. Und jetzt Thiago. Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Und er macht sich den Weg frei. Und da ist der Ballverlust. Und jetzt Müller. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Der letzte Ball kommt nicht an. Ribéry. Das kann man besser lösen. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Sehr gut freigelaufen. Macht er gut. Müller. Schweinsteiger. Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Durch zu Mandzukic. Guter Pass und eine großartige Chance. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Substitution on the field. Ein weiter Ball zu. Gut gemacht, gut abgefangen. Schweinsteiger. Gut gemacht, gut abgefangen. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Weit nach vorne geschlagen. Gut gemacht, gut abgefangen. Lahm. Mario Götze. Mandzukic. Versucht es, der Ball kommt aber nicht an. Das kann interessant werden. Mario Götze. Ribéry. Gut gemacht, gut abgefangen. Den hat er sich schön geholt. Ich bin gespannt, was er daraus macht. Ribéry. Und jetzt Thiago.
und einfach weit weg. Ribéry. Und jetzt Müller. Jetzt aber! Und aufs Tor! Ja, ein ordentlicher Versuch. Wird die erste Ecke reindrehen. Und jetzt versucht er's. Und er klaut ihm das Leder. Und jetzt Schweinsteiger. Das Tackling wurde als unfair bewertet. Freistoß. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Ein langer Ball über die Abwehr. Thiago, da kann er sich lösen. Jetzt vielleicht die Chance. Ribéry. Und jetzt Müller. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Oh, der Gegner hat ihn. Schweinsteiger. Und jetzt Müller. Torwart ist da. Der Referee pfeift ab und die Partie ist beendet. Eine absolut fantastische Vorstellung war das heute. Trainer und Fans werden mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Das war ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Es war ein Vergnügen zuzuschauen. Es bot alles. Aufregung, Spannung und Spielfreude. Und der Rückpass ins Zentrum. Ob er nach hinten zieht. Und um die Ecke kümmert sich. Und er klaut ihm das Leder. Gut gemacht, gut abgefangen. Schon läuft der Gegenangriff. Nee, so nicht. Müller. Er versucht ihn da durchzuspielen. Tor für den FC Bayern München. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. So macht das Spaß, das kann man sich angucken. Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Das hat er herrlich gemacht. Die Ballkontrolle, stark, wie er sich den Ball vorlegt. Klasse, und dann dieser Abschluss. Neuer Spielstand, 1:0. Sie führen, Sie sind im Vorteil und der Gegner hat ab jetzt den Druck, denn der braucht den Ausgleich. Gut gemacht, gut abgefangen. Nochmal Einwurf. Flankenwechsel. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Ribéry. Da ist er draußen. Oh, der Gegner hat ihn. Müller.
Lahm. Versucht die Gasse zu finden. Versenkt. Und jetzt ziehen sie davon. Ein wirklich brillantes Tor. Das hat er sensationell gemacht. Die Ballkontrolle, die Art und Weise, wie er sich den Ball vorlegt und wie er dann zum Abschluss kommt. Das ist fast Weltklasse. Freunde, 2-0 jetzt also. Also ich lege mich mal fest, mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen, um am Ende diese Partie nicht. Sie bekommen einen Eingriff. An der Seitenlinie tut sich was, sehe ich. Sieht so aus, als würde es einen Wechsel geben. Keine Tore bisher in dieser Partie. Jetzt der erste Wechsel. Mal sehen, ob das für eine Belebung dieses Spiels sorgt. Ist er nicht richtig an den Ball gekommen und das ist faul. Diese Karte überrascht mich nicht. Da spielt der Ball nun wirklich gar keine Rolle. Also war der Versuch nicht geschehen. Überhaupt keine Frage. Wer so spielt, der hilft seiner Mannschaft nicht weiter, der schadet ihr. Mario Götze. Müller. Na, da muss der Ball besser kommen. Den Ball weit vor. Da kriegt er den Ball. Jetzt ist Übersicht gefragt. Und jetzt Müller. Der kommt richtig lang. Da ist die Chance. Oh ja, maximal ein Schritt hinter dem letzten Abwehrspieler. Thiago. Und jetzt Müller. Der Ball ist im Aus. Einwurf. Und jetzt Thiago. Jetzt versucht der Raum zu gewinnen. Und er macht sich den Weg frei. Und da ist der Ballverlust. Und jetzt Müller. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Der letzte Ball kommt nicht an. Ribéry. Das kann man besser lösen. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Sehr gut freigelaufen. Macht er gut. Müller. Schweinsteiger. Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Durch zu Mandzukic. Guter Pass und eine großartige Chance. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Substitution on the field. Number 23. Coming on to replace Ennis. Und ein weiter Ball zu. Gut gemacht, gut abgefangen. Lahm. Das muss was werden.
Mein Gott, das geht ja hier zu wie beim Flipper-Automaten. Wie kann der den Ball denn so verspringen lassen? Gut abgefangen. Müller. Und jetzt Schweinsteiger. Jetzt kann er die Flanke bringen. Toll gelöst. Häuptling Zauberfuß. Da ist die Chance zu flanken. Starke Ballkontrolle. Gute Möglichkeit zu flanken. Stark durchgesetzt und jetzt hat er Platz. Und er schießt. Und damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Im letzten Moment geht einer dazwischen. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Schweinsteiger. Müller. Und jetzt Thiago. Abgefangen. Hier ist Sackgasse. Lahm. Und jetzt Müller. Schweinsteiger. Ribéry. Jetzt vielleicht die Chance. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Lässt er seinen Gegner einfach stehen. Adios, muchacho. Und abgefangen. Nee, der Ball ist weg. Es sieht gut aus. Jetzt hat er die Chance. Chance zu flanken. Einfach herrlich. Und jetzt Müller. Da ist die Chance. Und bitte, das ist fast eine 1:1 Kopie von vorhin. Bayern München drängt auf den nächsten Treffer. Sie machen das gut. Das Einzige, was nicht stimmt, das ist der Abschluss. Gut gemacht, gut abgefangen. Zu gewinnen. Er versucht, den Ball reinzuflanken. Gut gemacht, gut abgefangen. Das ist ein ganz gefährlicher Ballverlust an Mandzukic. Nee, da kommt er nicht durch. Schweinsteiger. Das Ding vor. Da kann er sich lösen. Ah, gute Verteidigung. Das ist der Halbzeitpfiff und das bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Mit einem 2:0 gehen sie in die zweiten 45 Minuten. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Mario Götze.
Thiago. Lahm. Und jetzt Müller. Boah, der versucht den Torwart zu überlupfen, der Hund. Und weg ist der Ball. Gutes Defensivverhalten. Aus der Aktion wird nichts. Lahm. Müller. Mandzukic. Er ist ein klasse Stürmer, der für Torgefahr pur steht. Und sie lassen ihm alle Freiheit der Welt im 16-Meter-Raum. Absolut unverständlich. Da wird er vom Ball getrennt. Er passt ihn in Richtung Eckfahne. Sie suchen nach Räumen. Hoch und weit und erstmal durchatmen. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Schweinsteiger. Lahm. Mario Götze. Ein langer Ball nach vorn. Den hat er. Stark gemacht. Der Konter läuft. Der ist schön durchgekommen. Und er haut ihn hinten raus. Müller. Es begrüßt die Wolf Fuß und bei mir ist der Fußballexperte Hansi Küpper. Jetzt wird die UEFA Champions League Runde gespielt. Der Ball rollt. Stark gemacht. Der Konter läuft. Er ist mit dabei. Er versucht es auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Vielleicht glauben Sie, dass Sie das Spiel den Ball haben, aber Sie müssen feststellen und Sie müssen zugeben, Zielstrebigkeit gleich null. Er ist nicht vom Ball zu trennen. Nee, das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Er schickt ihn in Richtung Eckfahne. Der Ball kommt durch. Ah.
an der Eckfahne. Und er klaut ihm das Leder. Und jetzt Müller. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Und jetzt Müller. Mario Götze hat alles getan, um noch an den Ball ranzukommen. Nur verarbeiten konnte er ihn nicht. Ribéry. Ribéry. Ja, er liebt ja diese 1:1-Situationen gegen die Verteidiger. Das hätten sie sich doch denken können. Stark gemacht. Der Konter läuft.